Hallo liebe Reisefreunde, wir sind in Spanien, im Moment in Valencia. Vom Camping Colvert führt ein Radweg direkt am Meer entlang in die Altstadt von Valencia. Der Weg ist in etwa 12 Kilometer lang und führt direkt am Strand entlang. Man hat also meist den Blick aufs Meer. Der Radweg ist sehr gut ausgebaut und sehr breit und modern angelegt. Auf dem Weg befinden sich mehrere Restaurants, Cafés, wo man sich verpflegen kann, auch sehr gut essen, vor allem Muscheln und Fisch. Wir fahren mit dem Bike durch den Jardin del Turia. Das ist ein ausgetrocknetes Bachbett, das vor 50 Jahren angelegt wurde und in einen wunderschönen Garten verwandelt. Es schützt Valencia vor Überschwemmungen. Der Jardin ist etwa 7 Kilometer lang und 200 Meter breit. Wir kommen zur Mercado Central, das ist die Markthalle von Valencia. Die Markthalle besticht durch ihre Architektur und ihr frisches Warenangebot an Gemüse, Fleisch, Fisch. Es hat verschiedene Stände, die Iberico-Schinken anbieten oder Serrano. Ein beliebter Treffpunkt auch für die Menschen von Valencia. Sieht lecker aus. Der Schinken ist sehr, sehr teuer und ist auch in der Herstellung ein sehr wertvolles Produkt. Die Altstadt von Valencia mit verschiedenen historischen Gebäuden, die uns an alte Zeiten erinnern. Unser zweiter Ausflug führt uns mit dem Bus. Die Bushaltestelle ist direkt vor dem Camping und wir fahren ins Ciudad de las Artes y de las Ciencias und natürlich ins Oceanica. Das Ciudad wurde vom Architekten Santiago Calatrava entworfen und ist einfach fantastisch zum Ansehen. Ein Kunstwerk, wie ich es kaum jemals so architektonisch gesehen habe. Die Bilder lassen einem ein bisschen einen Eindruck entstehen von der Gedankenwelt des Architekten. Wir besuchen das Oceanica,
das Meermuseum mit verschiedenen Themenwelten. Es sind ein wenig verstörende Augenblicke, wenn man die Tierhaltung sieht. Zum Beispiel die Beluga-Wale, die Delfine, Seeelefanten und Haie. Wir haben einige Bilder absichtlich nicht gemacht, weil es uns ein bisschen gestört hat. Der Spagat zwischen Menschen für diese Meeresgeschöpfe zu sensibilisieren und aufzuzeigen, wie wichtig es ist, achtsam und ehrfurchtsvoll mit den Tieren des Meeres umzugehen und zu schützen und gleichzeitig sie in diesem Aquarium zu sehen, in dem sie eingesperrt gehalten werden, hat uns etwelche zwiespältige Gefühle bei uns entwickelt. Wir waren nicht ganz so glücklich, als wir rausgekommen sind. Aber es braucht solche Institutionen, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es nur ein Meer gibt und nur eine Erde und nicht mehrere. Und wenn man so viel zerstört, es gibt keinen Ersatz mehr dafür. Die Vögel haben beschnittene Federn, damit sie nicht allzu weit fliegen können. Weil es hat verschiedene Flüge gehabt, wo man gesehen hat, dass der Vogel nicht richtig fliegen kann. Natürlich wunderschön zu sehen, die Quallen, die man sonst eigentlich ja so nicht sehen kann. Einem Haifisch so nah zu sein. Aber eben, er ist eingesperrt. Nun, wir verlassen jetzt langsam wieder Valencia und ich hoffe und wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr habt interessante Momente entdecken können. Und vielleicht seht ihr ein anderes Mal wieder zu, weil wir reisen weiter nach Andalusien und werden noch 2 Monate in Spanien verbringen. Ich wünsche euch alles Gute und viel Spaß. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.